Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr könnt euch schon denken, der Sandro ist wieder dabei und wir sind in unserer Küche. Außerdem steht hier ein Karton, auf dem steht Degusterbox. Und ja, wir öffnen die heute wieder zusammen mit euch. Heute machen wir es mal ein bisschen anders. Ich selbst habe nämlich auch noch nicht reingeschaut und Alessandro natürlich auch noch nicht. Wir machen quasi ein Unboxing und ja, wir legen los. Wir holen jetzt die Kamera näher und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Video. So, den Karton haben wir jetzt schon mal aufgemacht, aber noch nicht reingeguckt. Der Alessandro, der macht jetzt den Aufkleber ab und dann sehen wir mal, was drinnen ist. Wenn ihr noch Infos möchtet zur Degusterbox, dann schaut einfach mal auf der Internetseite. Ich habe ja schon ein paar Videos gemacht und habe es euch auch erklärt, wie das so funktioniert mit dem Abo, was es kostet und so weiter. Ich verlinke euch auch nochmal sehr, sehr gerne die Videos unten in der Infobox. Aber jetzt legen wir mal los. Der Alessandro ist auch schon ganz gespannt. Also der Aufkleber erstmal ab. Jawohl, es ist alles schon wieder super gut eingepackt, also in so Luftpolster. Scheinbar ist irgendwas drin, was kaputt gehen könnte. Werden wir gleich sehen. Hier ist unsere Produktkarte. Da sind dann immer alle Produkte aufgelistet und da sieht man dann quasi auch, was die Produkte kosten würden. Und dann sind hier jetzt nochmal zwei Rezepte. Einmal haben wir Lachs auf Wildreis mit Kaviar und einmal Bratapfelmus mit Vanillesoße. Halt sehr weihnachtlich, da bin ich mal gespannt. Da werde ich euch auf jeden Fall bestimmt wieder was kochen und ein Video hochladen dazu. Okay, und Alessandro, der fängt jetzt mal an mit dem ersten Produkt. Mal schauen, was er sich aussucht. Was magst du zuerst? Okay, dieses hier, was ist das? Also hier steht Mousse-Zauber von Diamant, steht hier. Und ja, das habe ich jetzt so in der Verpackung noch nie ausprobiert. Wenn ich ehrlich bin, ich mache meinen Mousse immer ja ganz frisch. Aber ich bin total gespannt und würde es gerne mal ausprobieren. Das ist jetzt hier mit Frucht. Richtung und dann haben wir noch eins und hier steht, ja, Milchmus-Ideen. Genau. Ja, bin ich mal gespannt. Was würde da eine Packung kosten, Alessandro? Guck mal drauf, such's mal, ob du es findest und dann sagst du mir mal, was das kostet. Aber laut, dass die, ja, dich hören. 1,29 €. Eine Packung, 1,29 €. Ah ja, okay, gut, super. Dann machst du mal weiter, holst du mal das nächste Produkt raus. Was haben wir als nächstes? Eine Dose. Okay, die sieht schon mal schön aus. Was steht denn hier? Cool Down Recovery Drink und ja, hier steht Refresh Your Mind. Okay, also keine Ahnung, habe ich noch nirgends so gesehen im Supermarkt, kenne ich nicht, weiß ich jetzt auch nicht, ob der Alessandro das probieren kann. Ob es vielleicht irgendwie ein Energy Drink ist, keine Ahnung, wir lesen mal. Sag du mal, was es kosten würde? 1,59 €. Okay, und hier steht drauf, dass es ein Detox-Getränk ist auf Kräuterbasis und Anti-Hangover-Drink in einem. Okay, also das ist definitiv nichts für den Alessandro. Wahrscheinlich dann eher für die Mama, wenn sie ein Hangover hat. So, was nimmt der Alessandro als nächstes raus? Eine Schokolade. Okay, eine laktosefreie Vollmilchschokolade haben wir hier. Wir haben ja Gott sei Dank ja, keine Laktoseintoleranz. Gott sei Dank, ja, da sind wir total froh, aber eine Freundin von mir hat es. Dann wird es an die gehen, da freut sie sich sicher drüber, weil ja, jeder, der ja solche Allergien oder irgendwie was hat mit Gluten und so weiter, der ist ja immer irgendwie bestraft, weil es ja so wahnsinnig teuer ist. Also wenn ich ein Brot kaufe, braucht meine Freundin ja, das Dreifache an Geld, was ich total blöd finde, also dass die immer so bestraft wird. Deswegen geht es auf jeden Fall an sie. Was würde denn so eine Schokolade kosten, Alessandro? 1,79 € für eine Tafel Schokolade, das ist natürlich schon jede Menge Geld, aber ich glaube, da freut sie sich drüber. So, was haben wir denn als nächstes? Schauen wir mal. Ah, noch ein Getränk. Okay, also hier steht, ja, Stevia-Eistee. Ah ja, okay, also Stevia ist ja total super, auch für Kinder natürlich, weil es eben eine andere Art von Zucker ist, ein gesunder Zucker sozusagen. Also hier steht zuckerfrei, nur eine Kalorie pro 100 Milliliter. Der Alessandro, der will das vielleicht mal probieren, ich weiß nicht. Also hier steht Weißtee mit Kirsche und ja, wir machen es mal auf, Alessandro. Du probierst mal. Wir müssen immer zur Kamera gucken und jetzt klingelt es auch noch an der Tür. Ja, macht nichts, der Luki geht an die Tür. Trink du mal. Und, wie ist es? Schmeckt gut, riecht auch so. Aber ein bisschen komisch schmeckt schon, aber schmeckt gut. Ja? Hm. Okay, ja, also meins ist es nicht. Meins ist es nicht, aber ich muss mal kurz an die Tür. Moment. So, da sind wir wieder. Also, ja, für mich war das jetzt nichts. Die Marke, die kenne ich auch nicht, die nennt sich Naturbursche.
Und wie gesagt, die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wir haben jetzt hier noch Grüntee Limette. Ist natürlich super, dass es zuckerfrei ist, ist klar, aber Eistee mag ich grundsätzlich eh nicht. Also das ist jetzt kein Getränk, was ich mir so freiwillig kaufen würde. Aber ja, Lissandro hat es jetzt ganz gut geschmeckt. Mein großer Sohn hat es auch gerade schon mal dran genippt. Der fand es jetzt ganz lecker. Und wir machen mal weiter, beziehungsweise ich sage euch, was das kosten würde. Das würde kosten je 1,49 Euro. So, der Lissandro guckt mal weiter rein, was das noch Schönes gibt für uns. Ah ja, eine Tube. Und zwar haben wir hier ja, Senf, extra scharf, sehr gut für unseren Papa. Das mag er sehr gerne, also das ist schon mal gut. Was würde der denn kosten? Wir gucken mal drauf. Magst du es sagen? 1,39 Euro. 1,39 Euro, okay, auch super. Für scharfen Senf, 1,39 Euro. So, wir legen das mal hier hin. Wir hatten uns hier noch einen Tee gemacht und Kekse. Hat Alessandro noch hier. So, dann stellen wir das alles mal so hin. Und was möchtest du jetzt rausholen, mein Schatz? Guck mal rein, was es noch Schönes gibt. Ganz viele Sachen. So, was haben wir denn da? Ach du meine Güte, das habe ich ja noch nie gesehen. Hier steht Melkor. Steht nicht drauf auf der Karte. Ah doch, guck mal hier unten. Oh. Melfor Würzmittel, italienische Küche, passt ja schon mal sehr gut zu mir, mit Balsamico di Modena, ja, sehr gut. Aceto Balsamico di Modena mag ich total gerne und es ist quasi ja, für Marinaden und Salate und noch vieles mehr, keine Ahnung, also allein die Verpackung ist schon mal total super, wäre ich wahrscheinlich im Laden daran vorbeigelaufen an diesem Produkt hier. Ja, was würde das normalerweise kosten? Steht hier leider auch nicht dabei. Es ist quasi ein Extra-Produkt, ein Goodie. Ja, cool. Da freue ich mich drauf, das zu testen. Ihr wisst, Salat und ich, also ich brauche ja zu jedem Mittagessen einen Salat. Ich brauche einfach diesen Essiggeschmack. Ja, zu jedem Mittagessen gibt es bei uns Salat. So, was holt denn Lissandro jetzt raus? Mhm. Reis, sehr gut. Ich mag total gerne Reis, meine Kinder eigentlich auch. Allerdings bevorzugen wir Nudeln, das muss ich schon zugeben, bei uns gibt es sehr, sehr oft Nudeln. Aber gut, die Marke kenne ich natürlich, Oriza, und es ist ein Basmati-Reis und Wildreis gemischt, sozusagen. Der duftet schon mal total gut, ich mag ja diesen Geruch total gerne. Und ja, was würde der kosten, Lissandro? 2,99 Euro. Wow, das ist natürlich schon mal super, dass wir das da drinnen hatten. Aber wir haben noch Reis in der Schweiz. Aber ist ja nicht schlimm, kann man ja aufheben. Was haben wir noch? Ui, jetzt kommt ein gut verpacktes Produkt. Und zwar in so Luftpolster. Und yeah, cool. Spargel. Ich mag total gerne Spargel. Ja, die Firma ist mir auch bekannt. Feinkost Dittmann, da kaufe ich auch mein Spargel. Beziehungsweise so eingelegte Peperoni kaufe ich total gerne. Die sind so gefüllt und noch ein bisschen scharf. Mag ich sehr, sehr gerne von der Firma. Und ja, Spargel ist immer gut. Das sind jetzt allerdings Spargelspitzen, deutsche sogar. Total lecker. Hier steht noch handgestochen mit, würzig eingelegt. Also da freue ich mich drauf. Ja, weil natürlich nur eine bestimmte Jahreszeit Spargel zulässt. Und ich die aber während dem Jahr trotzdem noch gerne mache. Ich mache mir dann Sauce Hollandaise drüber und Käse und tue das nochmal gratinieren in den Ofen. Also das ist schon mal sehr, sehr cool. Da freue ich mich drauf. Was würde das denn kosten, Lissandro? Guck mal bitte, wo steht es denn? 4,49 Euro. Boah, das ist natürlich eine Stange Geld, also für so ein Glas. Aber gut, die sind eben deutsch und handgestochen und ja, da freuen wir uns drauf. So, und hier haben wir jetzt noch ein Produkt. Machen wir direkt mal auf, wartet. So. Rittersport, Schokowürfel, super Idee, finde ich ganz, ganz klasse. Ja, denn wenn man Gäste hat, ich habe da immer so eine Schale und da packe ich dann immer sowas rein, Ferrero und so weiter. Und das sind unter anderem auch ja, diese kleinen Schokoladen von Rittersport mit dabei. Freue ich mich jetzt drüber, dass wir die haben für unsere Gäste. Was würde das kosten? 2,29 Euro. Und da der Alessandro ja noch gar nichts probiert hat, außer einen Eistee, ja, da darf er sich jetzt mal eine Schokolade rausnehmen, egal welcher Geschmack. Guck mal, welches dir schmeckt, Schatz. Und ja, probier es mal, ob es dir schmeckt, aber ich denke schon. Und zu guter Letzt haben wir jetzt hier, das ist weiße Schokolade. Okay, ja, haben wir jetzt hier noch eine kleine Beschreibung wegen dem Mousse. Jetzt gucken wir mal, ob da Rezepte drin sind. Ja, da sind Rezepte drin. Ja, super cool, da freue ich mich, das mal auszuprobieren, dieses Mousse eben in dieser Verpackung. Und ja, das war es soweit von unserer Degusterbox, von unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also das waren jetzt unsere Produkte. Ihr könnt mir ja mal schreiben, falls ihr die Degusterbox auch habt, was ihr so drin hattet, ob wir dieselben Produkte hatten. Da bin ich mal ganz gespannt.
Ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich auf unsere nächste Box. Ne, Lissandro, es war jetzt leider nicht so viel für dich dabei, gell, Schatz? Du bist ja immer unser Tester. Aber heute war nicht so viel. Aber du hast ja hier noch deine Kekse. Wollen wir heute Mittag nochmal Kekse backen? Ja. Gestern haben wir nämlich Kekse gebacken. Plätzchen, ne? Okay, gut. Also, meine Lieben, das war's soweit von unserem Video. Wir wünschen euch jetzt noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!